Hallo du, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 2. bis zum 8. Mai. Ja, meine Lieben, schauen wir mal, die erste Maiwoche ist da. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe meinen astrologischen Beitrag für den Monat Mai rausgebracht und wir werden so einige heftige Konstellationen haben, die sehr wichtig sind. Finsternisse, Jupiter wechselt das Zeichen, oh je. So viel. Ich werde das Video mal hier oben verlinken. Ansonsten auch noch mal am Ende des Videos. Schaut es euch gerne an, um zu verstehen, was kommen wird und wie sich das auf euch auswirkt. Und wir wollen jetzt direkt mal schauen, was uns denn die erste Maiwoche so bringt. Vom 2. bis zum 8. Mai. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal über das Starcode Astro-Orakel. Gleich zwei Energien. Wir haben hier einmal die Fische-Energie. Da haben wir das Fließende, das Sensible, das Gefühlvolle. Hier geht es um Meditation, Träume, Spiritualität, Kreativität. Es geht um Nächstenliebe, Mitgefühl, wirklich auch sich in andere Personen einfühlen zu können, Mitgefühl zu haben. Dadurch auch Verständnis zu haben, ja, das ist so die Sprache des Herzens. Hier haben wir das Weiche, das Sensible. Und hier haben wir, das ist ja interessant, die Wassermann-Energie, also ein bisschen wieder was ganz anderes. Beim Wassermann geht es um Unabhängigkeit, Freiheit, es geht um Individualität, ja. Es geht darum, dass man sein eigenes Ding macht, vielleicht auch da ein bisschen aus der Reihe tanzt, es anders macht als die anderen, ein bisschen rebelliert. Da geht es aber auch um das Zusammenarbeiten, das Miteinander, die Community und Gleichgesinnte sowie Freundschaften. So, das sind die beiden Energien, die ich hier jetzt habe. Sehr spannend. Es könnte auch sein, dass du mit Personen zu tun hast, die diese Zeichen in sich tragen oder vielleicht hat das was mit dir zu tun. Wir schauen jetzt direkt mal weiter im Moonology, was wir hier jetzt noch reinbekommen für euch. Für diese Woche. Okay, was ist das denn? Eine neue romantische Phase. Neumond in der Waage. Ja, interessant. Es könnte auch um eine Zeitspanne gehen, die aber in der Zukunft liegt, Neumond in der Waage. Neumond in der Waage wird September, Oktober rum geschehen. Ich glaube erst im Oktober, auf jeden Fall Anfang des Monats, Anfang Oktober oder Ende September wird das sein. Neumond in der Waage, also das heißt, es könnte jetzt um Geschehnisse gehen, die dann irgendwie neu beginnen oder die etwas mit dieser Zeit in der Zukunft zu tun haben. Vielleicht kann es sich auch um einen vergangenen Zyklus handeln, wo es um die Neumondenergie ging. Vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Zeitpunkt zu tun, weil wir sind hier bei der Wochenbotschaft und es geht um diese Woche. Und dann sehe ich hier ein Miteinander, es geht um Ausgewogenheit, eine neue romantische Phase, vielleicht die Ausgewogenheit zwischen Gefühlen, Liebe, Verbundenheit und zwischen Eigensinnigkeit, Eigenständigkeit, unabhängig zu sein, dass da irgendwie eine irgendwas ins Lot kommt, wie da ausgewogen ist, das könnte etwas sein. Es könnte aber auch darum gehen, dass man sich einig wird mit jemandem, dass es um Gleichberechtigung geht, um Gerechtigkeit. Ja, dass da etwas wieder ins Lot kommt. Spannend. Wir wollen mal weiter gucken. Das Elki-Orakel. Schauen wir mal, was haben wir denn hier in der Woche 2. bis 8. Was ist das denn? She who stands. Wir haben hier das Resolute, wir haben das Unersetzbare und das ja so ein bisschen unerbittlich, sage ich mal. Ne? Man steht hier, seine Frau, seinen Mann, man steht hier fest da und das kann hier um starke Überzeugungen gehen. Es kann darum gehen, den eigenen Standpunkt zu vertreten. Gerade auch, wenn wir hier mal die Waage-Energie schauen. Es könnte gerade um das Thema Gerechtigkeit gehen. Ja, auch gerade beim Wassermann geht es um Gerechtigkeit, dass da vielleicht auch etwas in den Fluss kommt, da wären wir wieder bei den Fischen, was das Thema Gerechtigkeit und Ausgewogenheit anbetrifft. Ne? Vielleicht ist da irgendwas
gewesen, was nicht ausgewogen war, was nicht richtig war. Und dass es dann wirklich darum geht, hier dafür einzustehen und wirklich auch den Standpunkt zu vertreten, den man hat, für sich selber einstehen, für sich selbst gerade stehen, für eine Sache vielleicht auch gerade zu stehen. Wenn du, vielleicht gab es da irgendetwas und dann geht es darum, dass du dafür gerade stehst. Das könnte etwas sein. Was ich aber auch sehe, ist irgendwie was durchstehen tatsächlich auch. Finde ich sehr interessant, weil wir hier eigentlich eine neue romantische Phase stehen haben. Aber das könnte mit dem Thema Gleichberechtigung zu tun haben, dass man etwas durchsteht, damit es zu Gleichberechtigung kommt. Waage regiert Venus. Venus könnte mit Werten zu tun haben, gerade auch, weil wir jetzt die Sonnenfinsternis im Stier hatten, wo es um das Thema Werte geht, vielleicht etwas im Finanziellen, im Job, dass hier etwas wieder, dass man hier seinen Standpunkt klarstellt, ne, gerade vielleicht auch für sich einsteht im Beruflichen und dass hier etwas gerecht vonstatten geht. Ne? Also wenn du da irgendwie Gerechtigkeit haben willst im Beruf, dass du hier ganz klar für dich einstehst und sagst, so, das ist aber nicht richtig, das müsste jetzt so und so und so sein, ja. Finde ich interessant. Wir schauen mal weiter. Vielleicht kommt das Liebesthema hier noch irgendwie zum Tragen, aber bis jetzt habe ich das noch nicht so stark empfangen. Wir schauen mal weiter. Welche Göttin begleitet dich diese Woche? Wow! Lilith, die Unabhängigkeit. Ja, also finde ich interessant, dass hier steht eine neue romantische Phase. Auch gerade die Wassermann-Energie, da geht es nicht so stark um Romantik, da geht es gerade um Unabhängigkeit, um Eigensinnigkeit, sein eigenes Ding zu machen und auch hier unabhängig zu sein. Vielleicht geht es auch gerade darum, in Bezug auf Partnerschaften und Liebe, Unabhängigkeit zu finden, für sich einzustehen, für sich gerade zu stehen, was das Partnerschaftliche anbetrifft. Ja? Dass es vielleicht darum geht, sich auf eine neue Partnerschaft einzulassen, weil die hier ausgedient hat. Das könnte was sein. Oder eine Partnerschaft mit sich selbst. Übrigens kann das auch hier eine Geschäftspartnerschaft sein, weil es bei der Waage-Energie nicht nur um Liebespartnerschaften geht, sondern auch um Geschäftspartnerschaften. Und das könnte was sein, ne? Wenn du da vielleicht eine Selbstständigkeit hast, eine Selbstständigkeit anstrebst, vielleicht kooperierst du da mit jemandem. Vielleicht geht es auch gerade darum, eine Partnerschaft zu trennen und für sich selbst einzustehen, sein eigenes Ding zu machen. Und da könnte die Fische-Energie eine Rolle spielen. Vielleicht machst du was im spirituellen Bereich, im kreativen Bereich, im helfenden Bereich. Das könnte alles was sein. Vielleicht auch was mit Heilung zusammenhängt. Passt auch sehr gut zur Fische-Energie. Das könnten alles Themen sein, wo du vielleicht eine Unabhängigkeit anstrebst. Ja, das ist etwas, was ich hier sehe. Jetzt gucken wir mal im mystischen Tarot, was wir denn hier haben für euch. Übrigens, alle Kartendecks, die ich benutze, sind unter den Videos verlinkt. Schaut da gerne nach. Schauen wir mal, was haben wir denn in dieser Woche? Worum geht es in dieser Woche? Was passiert hier? Bitte so konkret wie möglich. Was geschieht in der Woche vom 2. bis zum 8. Mai? In der Woche vom 2. bis zum 8. Mai. Worum geht's? Was geschieht hier? Was geschieht hier? So, dann haben wir es auch schon. Dann wollen wir mal schauen, worum es hier in dieser Woche geht. Der König der Münzen. Ja, also hier könnte es um eine Person gehen, mit der du zu tun hast. Das kann zum Beispiel eine Geschäftspartnerschaft sein, ein Chef sein. Das kann auch ein Ehemann sein, ein fester Partner sein. Oder eine Person, die irgendwie sehr geerdet ist, die mit beiden Beinen im Warum sage ich immer mit beiden? Ich habe vorhin noch so ein Liebesorakel gemacht. Und das habe ich schon mal vorbereitet für nächste Woche. Und
unfassbar, da habe ich die ganze Zeit gesagt, mit beiden Beinen und Füßen im Leben stehen. Nee, also klar, die Füße gehören auch mit dazu, aber es geht darum, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen oder wie sagt man, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. So, hier in diesem Fall auf dem Hirsch, aber ja, hier haben wir es, also eine Person, die geerdet ist, die irgendwie eine gewisse Stabilität mit sich bringt, mit der du vielleicht auch geschäftlich zu tun hast, ja, oder die irgendwie ein Partner ist oder sonst was, irgendwie ein fester Bestandteil oder eine Person, die ein Erdzeichen verkörpert, ja, also vielleicht ein Steinbock, ein Stier oder eine Jungfrau. So, ich sehe aber tatsächlich, hier geht es irgendwie ums Business, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so das Gefühl, dass es hier stark um das Berufliche geht, für sich einzustehen, irgendwas hier zu regeln. In Bezug auf Geschäftspartnerschaften, Thema Unabhängigkeit, Selbstständigkeit kriege ich ganz stark rein. Und hier haben wir die Spiritualität, ja, finde ich super. Vielleicht auch gerade machst du was im spirituellen Bereich oder du hast hier irgendwie damit zu tun, mit spirituellen Dingen. Es könnte auch sein, dass du mit einer Person hier zu tun hast, die spirituell ist, mit der du irgendwie in Kontakt kommst. Vielleicht hier ein spirituelles Bündnis, das ist mir gerade noch gekommen, was hier auftaucht. Oh, was haben wir denn hier? Die drei der Schwerter, da gibt es eine Enttäuschung. Okay, interessant. Thema Partnerschaft, Thema Beziehung. Sehe ich tatsächlich, dass hier eine Person tatsächlich irgendwie schwammig daherkommt, würde auch hier mit der Fische-Energie zusammenpassen. Ich habe vorhin schon gesagt, irgendwie diese beiden Energien passen nicht so richtig zusammen. Es könnte hier darum gehen, dass jemand irgendwie schwammig daherkommt und dass das letztlich zu Enttäuschungen führt oder dass eine Vorstellung, ein Wunsch hier nicht Realität wird und eben zur Enttäuschung führt. Das würde auch ganz gut da reinpassen hier mit eine neue romantische Phase, dass man gerade für sich einsteht in Partnerschaften, weil es hier irgendwie zu Enttäuschungen kommt, ne? Weil hier eine Partnerschaft relativ enttäuschend ist, weil hier jemand ja, vielleicht dich in dieser Hinsicht enttäuscht, warum auch immer. Wir gucken mal weiter. Ja, die sieben der Stäbe, also irgendwie blockst du hier auch ab. Du sagst hier bewusst so, nö, will ich nicht. Könnte gerade mit dieser Person zusammenhängen, aus welchem Grund auch immer. Wenn wir das beruflich sehen, könnte das sein, dass man hier vielleicht auch gerade für sich einsteht, vor dem Chef, vor einer Person, die irgendeine Führungsposition hat und dann gibt es hier vielleicht irgendwelche Enttäuschungen diesbezüglich und man verteidigt sich hier. Sieben der Stäbe ist nämlich die Verteidigungshaltung. Das ist sich verteidigen gegen andere, sich behaupten gegen andere. Könnte hier was sein, dass man sich gegen eine bestimmte Person, was das Berufliche angeht, behauptet, dass man da für sich einsteht, vielleicht auch Dinge abwehrt und sagt, nee, möchte ich nicht, weil man vielleicht auch gerade unabhängiger sein möchte und von dieser Person nicht abhängig sein möchte, könnte eben auch die Partnerschaft betreffen, dass man hier für sich gerade steht, für sich einsteht, sich behauptet. Das könnte auch gerade hier diese Diskrepanz sein zwischen Gefühle, Verbundenheit und zwischen ich mache mein eigenes Ding, ich bin unabhängig. Nur gerade da, dass man da vielleicht mehr Unabhängigkeit anstrebt und sich von einer Person hier bewusst unabhängig macht. Und hier haben wir die Acht der Schwerter. Hier ist was in der Blockade. Irgendwie sind dir hier die Hände gefesselt. Es könnte sein, dass es zu einem Ereignis kommt, wo du nicht weiterkommst, wo du ein bisschen blockiert bist, wo vielleicht auch gerade deine Unabhängigkeit auf dem Spiel steht. Wo du merkst, okay, irgendwie kann ich hier nicht so frei sein, wie ich das möchte, ja, wie gerade auch der Wassermann das will. Ich muss jetzt hier was dafür geben, ich muss was tun, ich muss hier für mich einstehen, damit diese Blockaden sich auch hier auflösen. Ja, damit man sich hier auch raus befreien kann aus diesem Käfig, aus diesem Gefängnis hier mit den Acht der Schwerter. Das ist ein Zustand der Gefangenschaft, so ein bisschen des Blockiertseins. Gerade sich auch von den Blockaden zu lösen, persönliche Blockaden, die du hast, sich davon zu lösen. Schauen wir mal, letzte Karte.
Wow, und ich habe es gerade gesagt, sich davon zu lösen. Und hier kommt das auch. Also, in dieser Woche wird es zu einem Ereignis kommen, wo du dich befreist. Ich sehe hier tatsächlich einen Befreiungsschlag. Ich sehe was Neues, was auf dich zukommt. Und es hängt hier mit Beziehungen zusammen. Diese Beziehung kann tatsächlich eine Partnerschaft sein. Es kann aber auch im Beruflichen etwas sein, dass man sich davon dann befreit, dass man den eigenen Weg geht. Und das Gericht ist hier wirklich ein Zustand der Erlösung. Ja, das ist die pure Erlösung, das ist das Befreien. Das ist die frohe Botschaft, die verkündet wird. Das ist die Auferstehung, ne? Man befreit sich hier. Und das ist gerade, schau mal hier, du bist hier in der Mitte mit den 7 der Stäben. Ich habe es vorhin gesagt, aus dem Gefängnis befreien. Jetzt guckt euch das mal an. Wir haben hier die 7 der Stäbe. Das ist das Gefängnis und das hier mit den 8 der Schwertern, das ist der Käfig, das ist da, wo man drin steckt und aus dem befreist du dich jetzt, da löst du dich von, du sagst so, jetzt reicht es mir, ich habe die Schnauze voll gesagt, auf Deutsch gesagt und ich befreie mich jetzt hier, ja, ich möchte das nicht mehr, ich will hier raus. Das ist ein Zustand, wo du einfach enttäuscht bist, wo du auch nicht glücklich bist. Mit den 7 der Kelchen kann das etwas sein, dass du hier einen Traum verwirklichen möchtest, dass du einen Traum hast, dass du eine Traumvorstellung hast. Das würde auch gut hier zu den Fischen passen, dass du hier deinen Traum verwirklichen willst oder dass du irgendwie mit Spiritualität zu tun hast. Kann aber auch ein Zustand sein, wo man verwirrt ist und wo man keine Ahnung hat, ob man das Richtige tut. Die restlichen Energien sprechen eher für was sehr Standhaftes, was sehr Entschiedenes. Bis auf die Fische und die 7 der Kelche sieht alles sehr stabil aus, würde ich sagen. Hier kann es eben sein, dass du kurzzeitig wirklich so das Gefühl hast, so, ich bin verwirrt. Ja, so, mache ich überhaupt das richtig? Ist es denn das, was ich tun soll? Ich habe keine Ahnung. Es kann aber auch hier kurzzeitig eine Kreativität sein, irgendeine kreative Zeitspanne, die sich in dieser Woche zeigt. Vielleicht ein Tag, wo du besonders kreativ bist, wo du Lust hast, dich kreativ oder spirituell zu betätigen. Ja, das ist so das, was ich hier sehe. Ich muss tatsächlich sagen, ich kriege es ganz stark rein, wie ich es eben schon gesagt habe. Entweder geht es um das Thema Partnerschaft, also sich hier von einem Partner zu befreien oder von irgendwelchen Umständen, die die Partnerschaft betreffen, die dich einengen, dich davon zu befreien. Oder eben das Thema beruflich, dass man hier etwas anstrebt, sich von einem Umstand, einem Zustand befreit, der einengend ist. Ja, also es muss nicht sein, dass man sofort hier kündigt oder so. Es kann auch sein, dass man sich hier einfach behauptet vor dem Chef, ja, vor der Geschäftsleitung, was auch immer oder wo du dich behauptest, du stehst hier für dich gerade und sagst so, nee, also das, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Ja, das ist das, was ich hier sehe für diese Woche. Wow, krass, okay, interessant. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Das war die Wochenbotschaft. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage, sie ist unter dem Video verlinkt. Ich habe im Moment auch eine Aktion, eine Geburtstagsaktion. Für alle Stiere und Zwillinge gibt es im Mai 22 Euro Rabatt auf die Jahresprognose. Sicher sie dir ein wunderbares Geburtstagsgeschenk an dich selbst. Ich habe auch schon sehr viele Termine vergeben. Also wenn du nicht warten möchtest, dann schnell greif zu. Gibt es nur noch im Mai. Die Infos findet ihr, also wie gesagt, könnt ihr über meine Homepage buchen. Sie ist unter dem Video verlinkt. Ich werde automatisch die 22 Euro davon abziehen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen hoch da lasst, einen lieben Kommentar. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, da heiße ich artemis.astrologie.tarot. Die Infos dazu sind ebenfalls verlinkt unter dem Video zusammen mit den verschiedenen Kartendecks, die ich benutze. Und ich wünsche euch allen, meine Lieben, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.